Ja. Wuhu! So, folgendes, ganz kurze Erklärung. Wo ist die Stoppuhr? Halt ich doch eine Stoppuhr. Wir haben Beziehungskrise und weil wir Beziehungskrise haben, machen wir jetzt eine Challenge, wie man heutzutage so schön sagt. Sprich zur Kamera. Ich spreche. Ich muss die Uhr einstellen. Okay. Jedenfalls, wir machen jetzt folgende Aufgabe. Wir bauen uns jeweils einen Survival-Bogen und versuchen dann der bessere Schütze zu sein. Der Gewinner hat recht. So löst man Beziehungsprobleme bei uns. Und dafür haben wir uns gesagt, jeder kriegt 5 Minuten, um sich hier in meinem Man Cave entsprechend mit Ausrüstung, die zum Bogenbau nützlich sein könnte, einzudecken. Sie darf anfangen, dafür kann ich dann halt nicht mehr nehmen, was sie schon genommen hat. Meine persönliche Angst ist, dass sie mein Bogenbau-Kit findet. aber ja, dann werden wir ja sehen. Dann muss ich halt irgendwie anders zurechtkommen. Und deine 5 Minuten laufen jetzt. So. Rucksack, genau. Ah, eine gute Wahl. Den eigenen Rucksack. Oh, toll. Was war das? War das eine Säge? Boah, du nimmst die große Säge? Hast du da gerade ein überdimensionales Messer eingepackt? Ach so, die Aufgabe lautet übrigens, alles was man mitnimmt, muss man auch verwenden. Alles, kein Problem. Also sie weiß das. Ich, das war jetzt, Material mit. Ja, ich packe ein Erste-Hilfe-Set ein, ja. Mir mag ich da gar nicht mehr. Also wo sie hier gerade am Kuscheln ist, ist mein Messerregal. Also im Wesentlichen Messer, verschiedene Werkzeuge. Da gehört ein besonders schönes Messer rein. Das ist aber gerade in irgendeiner Hosentasche. Da ist Lachsbringkerze. Wozu brauchst du denn eine Kerze? Irgendwas Pappemäßiges. Ah, für die Stimmung. Pappe, du willst jetzt aber nicht den Origami-Hirsch zerlegen. Nein. Oh, du hast noch 4 Minuten. Ja, das passt schon. Irgendeine Szene. Nimm das Survival-Radio. Kurbel. Lass dich von mir ab. Nein, sie hat die Schnüre-Abteilung. Was ist denn das da? Hast du gerade etwa ein Dynema-Seil mitgenommen? Das ist ja hinterhältig. Das ist der Sack. Da sind Säcke im Sack. Das kann man keiner brauchen. Irgendwas Kleines. Draht. Darf ich dein Messer kaputt machen? Was, du willst mein Messer kaputt machen? Mit Draht? Mit Draht abknipsen. Sowas. Hier ist eine Zange, du Gurke. Ja, was weiß ich. Das ist Hygienekram. Richtig. Na, such ruhig weiter beim Hygienekram. Ja, such in der Kochabteilung. Was hast du hier oben noch für 2 Erste Hilfe? Erste Hilfe. Nein! Gut, das packe ich ein. Nein! Toll, das war mein EDC-Kit. Yes! Ja, super. Das hätte ich jetzt als einziges mitgenommen. Ich brauche Schuhe. Dann nehme ich noch mein Messer mit. Schatz, brauchen wir noch was für Stimmung? EDC-Kits sind Pfeilspitzen. Hurra, das ist so gemein. Für die Stimmung? Was willst du für die Stimmung bitte mitnehmen? Ja, ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Du meinst, du bist jetzt so gut ausgerüstet? Oh. Ja, du hast theoretisch tatsächlich eine noch zwei. Eine Flasche Wasser nehme ich noch mit. Also, okay. 5 Minuten ist extrem viel zu lange. Das reicht ja hinten und vorne. Nächstes Mal machen wir eine Minute. Ja, und dann darf ich vorher eine Minute suchen erst. Das ist ja unfair. Ich glaube, das passt so. Und da muss ich alles nutzen, ne? Was habe ich eigentlich geschnappt? Johannisbeeren. Lecker. Super. Gut. Toll. Du bist dran. Danke. Du kannst nämlich richtig schneiden. Bam, deine Zeit läuft jetzt. Wow, Rucksack. Ja, toll, du hast ja schon alles Gute. Ich habe jetzt noch eine. Was hier schon drin ist, ist eine Flasche zu trinken und die übliche Isomatte, die ja immer hinten im Rucksack drin ist. Was habe ich denn noch an Messern? Oh! Mora Robust, das ist gut. So eins wäre noch schön, zwecks Säge. Du musst alles nutzen, was du hast. Ja, keine Sorge. Dann brauchen wir etwas zum Feuer machen. Warte mal, ein Feuer. Das Feuerzeug hat das schon. Wir nehmen eine Gaskartusche. What? Das sollte reichen. Wir wollen einen Bogen bauen. Flasche. Ja, aber mit Wasserdampf kannst du Holz geschmeidiger machen und einen krummen Stock für einen Pfeil zu einem geraden Stock für einen Pfeil machen. Gaskocher. Wo zum Geier ist mein kleiner Gaskocher? Der muss hier doch irgendwo sein. Ach, zum Glück hat er Ordnung.
das ist der andere. Zum Teil habe ich den denn hingepackt. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Wir sind bei 1,20 erst. Ah. 5 Minuten sind echt viel zu lang. Ich brauche eine gescheite Schnur. Sag mal, du hast mir meine Dyneema-Schnur und mein Bogenbaukit weggenommen. Ja. Irgendwo hier lag doch noch eine Dyneema-Schnur rum. Da habe ich doch neulich was rumgekuschelt und da habe ich doch gerade erst mit so einem Ding hantiert. Nein. Du kannst doch eins aus dem Zelt rausnehmen. Schlafsack? Nein. Ja, wo war denn diese Schnur? Ah. Wir sind inzwischen bei 2 Minuten. Wo war denn diese Schnur? Die war hier irgendwo. Kann ich mein Zelt auseinanderbauen und noch einen Dyneema. Dass du mir das Survival Kit geklaut hast, nicht. Das ist gemein. Die lag hier irgendwo. Naja, vielleicht kannst du dann mit Sonderleistungen da noch einen Teil raus wieder zurückverdienen. Ja, scheiße. Ich kann doch nicht mit Kack-Paracord einen Bogen bauen. Dann such was Besseres. Also Paracord hätte es auch hier oben noch so ein ganz kleines bisschen. Aber das will man ja nicht. Ich bin jetzt sowas von davon ausgegangen, dass du mir zumindest irgendeine Dyneema... Dyneema! So. So, wir sind inzwischen bei 3 Minuten. Ja, wir hatten eine super dünne Bogensehne, dann wäre noch ein Handschuh gut. Ein Handschuh. Einfach damit die Bogensehne nicht so sehr in die Finger einschneidet. Oh ja, Lederhandschuhe, okay. Messer. Pfeilzubehör. hier ist mein Handtuch, das habe ich neulich erst gesucht. Ich muss es verwenden, wenn ich es mitnehme. Ne? Zum Schweiß abtupfen. Wie viel Zeit? 3,30. Brauche ich eine Schaufel? Nein. Heringe? Ja. Ein Beil! Stimmt, das habe ich ja eigentlich mitnehmen wenn wollen. Du denkst, du hast meine einzige Säge geklaut, dann irrst du dich. Aber das ist gemein, du siehst jetzt alles, was ich eingepackt habe. Ja, dafür hast du zuerst... Hallo, du hast das verdammte Feigenbaukit. Wenn ich mich unterwegs über dich aufrege... Nein. Ah, ich muss das zurück. Da. Und übrigens, 4 Minuten 10. Ja, die letzte Minute ist angebrochen, mein Herr. Alle Zeit muss genutzt werden. Das Stativ müssen wir noch mitnehmen. Und das hier müssen wir auch noch mitnehmen. Und das hier müssen wir noch mitnehmen. Ich habe immer noch keinen Gaskocher verflucht. Ich habe keine Zeit, wieder was auszupacken. Ja, du musst aber beide Kartuschen brauchen, ne? Ich muss beide Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aus! Okay. Gut. Jetzt. Ich packe noch Stativ ein und noch Fotozubehör und so weiter und so fort. Und dann wäre der nächste Punkt, dass wir zu einem Ort gehen am Wald, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass man da irgendwo geeignetes Holz finden kann. Aber nicht genau weiß, wo exakt, weil das wäre ja auch wieder unfair. Ne? Wenn ich die Ortskenntnis habe und Rivalen hat sie nicht. Und deswegen, ja, nächster Stopp, Wald. So, wir sind am Waldrand angekommen und nach kurzer Beratung, also das haben wir jetzt noch als Team gemacht, wir wollen jetzt die gleiche Strecke gehen und haben beschlossen, wir gehen jetzt runter Richtung Bach und schauen mal in Richtung Bach, was wir denn da dann so gegebenenfalls finden. Dann können wir ja immer noch einstimmig beschließen, dass wir umdrehen. Wir haben uns jetzt 90 Minuten Zeit gegeben fürs Finden und fürs Bauen. Und ich habe noch mal die zusätzliche Auflage, dass ich zwischendrin noch filmen muss. Ich gucke dafür
Tür auf die Zeit. Das könnte schwierig werden, genau. Und die Uhr läuft. Jetzt schon? Ja, ich würde gesagt, jetzt gehen wir mal los und machen jetzt machen die Uhr an und dann gehen wir los, oder? Genau, aber die Regeln noch fertig. Ach, die Regeln noch. Jeder baut sich in irgendeiner Form einen Bogen und zwar möglichst ohne gegen allzu viel geltende Gesetze zu verstoßen. Und dann müssen wir auf, was haben wir gesagt, 6 Meter? Auf 6 Meter. Auf 6 Meter schießen wir 3 Pfeile und wer am häufigsten getroffen hat, hat gewonnen. Wenn jeder 3-mal trifft, dann müssen wir halt so lange schießen, bis einer daneben schießt. Ne? Also wie beim Fußball, wie beim 11 Meter quasi. Nur halt mit 3 statt 5. Ich glaube, so war das. Ich kenne mich nicht aus mit Fußball. So. Machen wir. Ja, also, auf die Plätze. Auf die Plätze fertig. Fertig. Los. Ja, wir haben hier bereits die erste potenziell in Frage kommende Hasel gefunden. Es läuft im Rahmen von Entnahme von Zweigen für den persönlichen Bedarf. Da darf man ja geringfügigste Mengen hin und wieder mal entnehmen. Und ich interpretiere dieses Gesetz so, das ist halt schon ein bisschen interpretationsbedürftig, dass hin und wieder mal ein Haselstecken zu Bastelzwecken, ja, weil das ist ja nichts anderes, als dass wir jetzt basteln wollen, zu entnehmen, eben auch eben im Rahmen von diesen kleinen bisschen Privatentnahmen gedeckt ist. Zumal man nur Forstpflanzen nicht beschädigen soll und auch nicht hundertprozentig geklärt ist, inwiefern Hasel eine Forstpflanze ist, weil die keine wirtschaftliche Verwertung erfährt im Regelfall. Und wenn man sich da ein Stecken mal mitnimmt, dann würde ich einfach schwer davon ausgehen, dass das eben noch vom Nutzungsrecht gedeckt ist. Jo, hast du schon was gefunden? Dann würde ich jetzt auch mal auf die Suche gehen und mir gegebenenfalls was mitnehmen. Ich kann jetzt halt nicht alles filmen, weil ich muss ja nebenher auch noch arbeiten und die Zeit läuft ja für mich auch noch. Ah. Okay, wie es ausschaut, hat Evelyn schon was gefunden. Ich aber auch. Und zwar, ja, diesen da. Der ist jetzt nicht allzu gerade und auch nicht ganz so lang, wie ich mir das wünschen würde. Aber ich denke, also so rein zeittechnisch ist es, glaube ich, für mich effizienter, wenn ich den jetzt nehme und nicht noch gefühlte 6 Milliarden Jahre rumsuche. So. Und zu diesem Zwecke müssen wir jetzt, ne? Das ist immer schwierig, wenn man das jetzt filmen muss. Ich habe keine Zeit, habe ein Stativ aufzustellen und Action, Action. Aber der da soll es werden. Und jo, ich hänge mir die Kamera einfach mal vor der Bauch. Das wackelt jetzt natürlich ohne Ende, aber ihr wisst ja, was ich vorhabe, deswegen, na doch, ich kann sie mit einer Hand festhalten. So, Opinel-Säge, sägt hervorragend. Und zack. Und damit habe ich auch schon meinen Ast. Den zeige ich euch dann gleich noch im Detail. Und ich werde mich dann in Richtung Evelyn mich bewegen, damit ich in der Nähe von ihr baue, weil so uneinig sind wir uns dann doch nicht, dass wir jetzt hier getrennter Wege gehen müssen. Jo, das ging schneller als erwartet. Ich bin auch schon entsprechend fündig geworden und dann sind wir uns einig, dass wir unsere jeweiligen Äste bereits haben. Das heißt, ich kann das Stativ aufstellen, viel rumlaufen müssen wir nicht mehr und bleiben mal gerade hier irgendwo. Pfeile? Nein, ich habe noch keine Pfeile. Mein Pfeil ist da hinten. Ich hole mir dann schon noch irgendwoher Pfeile. Ich mache jetzt erstmal einen Bogen und dann gehe ich noch Pfeile suchen. Lagerplatz hier, gerade so ein bisschen sichtgeschützt, ja? Ja. Bauplatz. Bauplatz, jawohl, Bauplatz natürlich. So, das wäre es gewesen. Also wir sind angekommen. Hier habe ich noch meine Säge. Hier seht ihr meine Auswahl an Zeug. Ich habe also Handschuhe. Ich habe hier so ein spezielles Messer. Das ist so ein Stechbeitelmesser im Wesentlichen. Das könnte vielleicht ganz hilfreich sein, hoffe ich. Klebeband habe ich, um mir Pfeilfedern aus Panzertape zu improvisieren. Ein Beilchen habe ich. Das könnte vielleicht auch ganz hilfreich sein. Ich habe ein schönes Schnitzmesser, ein Mora Robust. Ich habe für Feinarbeiten habe ich das Ding hier primär wegen der Säge dabei, was nicht unbedingt notwendig ist, weil die hier ist ungefähr genauso fein, wenn nicht sogar noch ein Stückchen feiner. Diverse Feuerzeuge, einen Gaskocher,
eine Tasse, die leider ein bisschen klein geworden ist. Ups, also da steht's. Ne? Ich hätte ein größeres Gefäß nehmen müssen. Das ist dafür da, damit ich eben im Idealfall Wasserdampf erzeugen kann, womit ich eben die Unebenheiten in meinem Stock so ein bisschen ausgleichen kann, indem ich den eben über Wasserdampf heiß mache. Dazu muss ich dann natürlich noch Wasser reinmachen. Und bis das kocht, dauert ja alles eine Weile. Deswegen werfe ich das jetzt auch gleich mal an. Und vor allen Dingen den Pfeil müsste man noch ein bisschen begradigen. Wir sind hier jetzt aber direkt am Bach. Von daher ist das auch nicht so entscheidend, dass ich jetzt Wasser spare. Das heißt, ich kann da jetzt ruhig ordentlich raushauen. Und die Gaskartusche wollte ich sowieso mal irgendwann leer haben. Also, was soll's. So. Das also der aktuelle Plan. Jetzt haben wir halt leider den Gasbrenner im Hintergrund am Laufen. So. Darum habe ich Kerzchen für Stimmung gebracht, damit wir ein bisschen Ruhe haben. Bei Evelyn gibt es da auf dem Holz Kerzchen für Stimmung. Ansonsten sie schon am Schnitzen im Gegensatz zu mir. Hat an Ausrüstung ja Erste Hilfe. Du hast was zu essen dabei? Ja, ja klar. Was zu essen, was zu trinken. Ja. Ich habe Pappe mitgenommen für die Pfeile. Ja. Jedenfalls hat sie sich mein EDC-Täschlein geschnappt, wo erstens wirklich gute Sehnenschnur drin ist. Ja, was ist da eigentlich alles drin? Zweitens auch ein Stück Panzertape drin ist, womit sie sich genauso wie ich mit meinem Panzertape theoretisch irgendwelche kleinen Pfeilflügel improvisieren kann, Federn. Und eben sogar noch drei Pfeilspitzen. Oder habe ich noch mehr die Nehmerschnur? Ja, du hast jede Menge die Nehmerschnur. Cool. Gut, das heißt, die Zeit läuft. Ich muss jetzt mal dringend ans Holz und dann wieder ein kleiner Zwischenbericht, wenn wir irgendwas geschafft haben. So, der aktuelle Stand ist der, dass Schatz versucht, ihren etwas dicken Stock etwas dünner zu bekommen. Wobei, das war jetzt doch recht flicks beim Ablenken. Das hast du jetzt wie gemacht? Eingesägt und batoniert. Eingesägt und batoniert. Sie hat jetzt praktischerweise ein batonierfähiges Messer. Das habe ich nur so zum Teil. Also das würde da ich jetzt einfach eingesägt und möchte die runter batonieren. Ja, das ist natürlich geschickt. Ich habe dafür das Beil und musste nichts einsägen. Und habe mit dem Beil meinen hier auch relativ schnell ein bisschen dünner bekommen auf der entsprechenden Seite. Leider habe ich nicht so gut gezielt. Das kann ich ja noch nachholen. Also es ist noch nichts vorbei. Also das biegt sich bei mir jetzt schon ganz okay. Das könnte schlimmer sein. Hier oben muss auf jeden Fall noch Material weg. Das mache ich dann mit dem Messer. Dann muss man das noch insgesamt ein bisschen in der Mitte etwas abflachen. Und dann sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Ich weiß nicht. Ihr dürft jetzt mal der Evelyn zugucken. Ich mache mal bei mir weiter. Schön schräg ist auch nicht wüst, ne? Irgendwie auch wegkriege. Naja, der Plan wäre gewesen, das sauber weg zu batonieren. Aber ich habe da einfach zu wenig Erfahrung drin. Normalerweise zum Schnitzen hinsetzen, aber das ist jetzt halt beim Hantieren mit so einem langen Stock nicht so einfach. Aber ne, wer Anfänger ist und nicht so viel mit dem Messer hantiert hat, der sollte sich lieber hinhocken zum Schnitzen. Ja, im Grunde wie du, Schatz. Ja, im Grunde schon, aber sie lässt sich ja nichts sagen. Wenn ich jetzt Zeit hätte, könnte ich hier noch die Rinde abmachen, aber sonst lasse ich den Bogenrücken jetzt schön, wie er ist, damit man da das Holz nicht verletzt. Das ist relativ wichtig. Und ja, ihr seht, das Ding biegt sich jetzt schon ganz gut. Die Krümmung gefällt mir ganz gut hier oben. Das passt. Man könnte da am Ende noch ein bisschen dünner machen. Zum Ende zu.
Also Wurfarm nennt sich das Teil, wo ich hier gerade dran arbeite. Ne? So viel weiß selbst ich. Selbst ich als alter Theoretiker. Da ist jetzt noch ein Ast drin, das ist natürlich nicht so schön. Oh ja, der muss ja jetzt nicht unglaublich viel Power haben. Ein bisschen wäre schon schön. Also gut, das passt mir jetzt eigentlich ganz gut. Auf der Seite. Ja, der ist noch viel zu dick. Da muss noch Material weg. Also ein Mora Robust. Ne? Ein bisschen dickere Klingenstärke als die Standard-Moras. Scandi-Schliff jetzt für große Mengen Holz abtragen. Echt ideal, das hat ordentlich Spaltwirkung, das Ding. Das ist jetzt wirklich ein schönes Messer. Da habe ich Glück gehabt, dass sie mir das nicht weggenommen hat. Ich habe inzwischen die zweite Seite eingesägt. Ich habe das Gefühl, mit der Batoning-Technik komme ich am schnellsten voran. Da könntest du recht haben. Vielleicht. Aber ich bin ja auch schon bei der Feinarbeit, ja? Ja, ich auch. Wichtiger Sicherheitshinweis. Jedes Mal, wenn sie irgendwelche hochgefährlichen, sehr zweifelhaften Dinge tut, wie das, was sie gerade tut, dann macht sie das immer hinter meinem Rücken, damit ich ja nicht merke, was für ein Quatsch sie mit ihrem Messer anstellt. Hahaha, das tut ja beim Zugucken schon weh. Und dann extra noch irgendwo hochsteigen, damit man, wenn man runterfällt, sich auch ja schön verletzen kann. Ich war sonst zu klein. Wie sieht's denn aus bei dir? Also ich meine sogar, boah, du hast ja einen schönen Griff. Oh. Weil das sieht so aus. Oh. Ich bin noch ein bisschen schräg da, ein bisschen am Auskorrigieren. Bieg noch mal bitte. Oh. Das ist doch gut. Okay. Ich bin noch irgendwie ein bisschen schief gekommen, bin da noch ein bisschen am Auskorrigieren. Na dann. Oi, oi, oi. Das wird gefährlich. Das wird gefährlich. So, also ich hoffe, das Ding ist mehr oder weniger soweit. Na? Ich muss da noch ein bisschen was wegnehmen. Das hilft alles nichts. Ja, die Zeit wird knapp. So viel Power hat er nicht, aber ich will ja auch kein Großwild erlegen, ja? Ne? Aber treffen muss er trotzdem. Ja, treffen, ja. Also damals, bei Kinderfasching, da war ich immer als Robin Hood unterwegs. Und hatte auch einen selbstgebauten Bogen. Ich muss gestehen, an dem habe ich viel länger gesessen. Und der war erheblich schlechter als dieses Ding, vermutlich. Na gut, noch ist es nicht fertig, aber... Ich versuche den jetzt mal zu spannen. Ja, ich versuche es halt mal. So, hier habe ich meine bisschen Survival-Schnur. Das ist jetzt nun wirklich nicht die Welt. Aber die Zeit und ein Pfeil muss ja auch noch her. Und ich habe noch nicht mal einen Ast. Übrigens, wer sich fragt, was ist denn aus deinem Projekt mit dem Wasserdampf geworden? Ja, das war viel zu schnell am Kochen. Und es hat es einfach nicht gebraucht, schlicht und ergreifend. Aber hey, die Idee war gut. Aber vielleicht brauche ich es noch, um den Pfeil gerade zu kriegen. Das wäre noch eine Idee. Ja? Also wenn ich noch Zeit habe, ich werfe den Kocher nachher mal an. Nochmal an. Ja, meine Fresse, das dauert ja länger als alles andere, bis ich hier überhaupt meine Schnur befreit habe. Brauchst du Schnur?
Nicht lustig, Schatz. Auch nicht hilfreich? Auch nicht hilfreich. Jetzt wäre noch irgendeine Schere gut. Habe ich eine Schere? Nein, habe ich nicht. Ich hätte ja ein Taschenmesser. Ja, ja, deins hat eine Schere. So. Also. Das ist zwar Dyneema-Schnur, aber die ist echt futzelig dünn. Aber das müsste trotzdem gehen. Weshalb ich ja den Bogen, das war Absicht, den Bogen absichtlich so gebaut habe. Ja, dass er jetzt nicht so viel Zugkraft hat. Also das ist alles beabsichtigt. Ich habe hier einen exakten Plan, der exakt so umgesetzt wird, wie ich mir das vorstelle. Ja, während ich versuche, meine Schnur abzuwickeln. Nein, ich bin am Bogen spannen. Na ja. Ja, wenn der auf der anderen Seite so ähnlich aussehen würde. Also die Seite sieht ja gut aus. Hey, abwarten, erstmal besser machen. Erstmal besser machen. Ich bin am Spannen. Dann habe ich halt ein Musikinstrument. Selbst als besser gemacht? Nur, dass da noch ein bisschen mehr Spannung drauf ist, dann lasse ich den mal unter Spannung und kümmere mich mal um die Pfeile. Treffen muss sie auch noch. Ich meine, sie ist eine Frau. Das bedeutet sowas wie Hand-Auge-Koordination und so weiter und so fort ist ihr ja automatisch nicht gegeben. Das sagt der Theoretiker. Ja, aber ein männlicher Theoretiker. Spielt doch keine Rolle, Herr Theoretiker. Weißt du, was ich alles gelernt habe in meiner Ausbildung? Ja, was denn? Du hast auch einen Bachelor. Du bist ja auch eben. Akademikerin. Durchsichtige Federchen weitergeben und solches Zeug. Ich habe einen Bachelor of Arts schon vergessen. Ach ja, da war was. Also nicht den richtigen Bachelor. allerdings der vielleicht eventuell etwas nützlicher gerade ist als meiner, ne? Jo. Ja, Wolltest du noch was sagen? Es geht ja nicht um die Schönheit. Es geht ja, es ist ja hier alles eine Frage der Funktionalität. Schönheit ist total nebensächlich. Wenn mir das Ding übrigens um die Ohren fliegt, dann tut das weh. Aber diese Sehne ist halt arschdünn. Ja. Doch. Fast. Vielleicht hätte ich auch betonieren sollen. Das wäre präziser gewesen. Weil, wie man ja sieht, also für diejenigen, die jetzt keine Ahnung haben, der ist hier einfach viel zu dünn geworden. Da habe ich zu viel Material leider erwischt. Deswegen biegt er sich jetzt an dieser Stelle hier primär. Da vorne nahezu gar nicht. Sie hatten doch da irgendwie in ihrem Daumendingens, ne? Ja, man soll so machen und dann soll der Abstand so sein. Das ist jetzt bei mir auch so halbwegs. Bei ihr ist es nahezu perfekt. Gut. Aber das ist natürlich peinlich, ne? der Herr Theoretiker. Ah, kommt da
schon die... Wenn der halt da bricht, dann habe ich halt ein Problem, ne? Kannst du den Pfeil von Hand werfen. Ja, dann hast du halt gewonnen. Übrigens, der Wetteinsatz, beziehungsweise, worum geht's denn hier eigentlich? Warum haben wir denn Beziehungsprobleme und müssen sie auf diesem Wege lösen? Ja, was nehmen wir mit nach Grönland, ne? Sie möchte gerne das letzte Wort bei den Ausrüstungsfragen haben. Und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass derjenige, der hier gewinnt, ja, quasi bestimmen darf, fünfmal sagen darf, nein, das nehmen wir nicht mit. Also fünfmal das alleinige Vetorecht bekommt. Oder sagen darf, das nehmen wir mit. Oder sagen darf, doch, das nehmen wir mit. Gilt das auch für private Ausrüstung? Darf ich dann trotzdem Dinge mitnehmen, die dich nichts angehen? Nein. Solange ich sie selber trage? Nein. Nicht? Na toll. Selbst in meine Privatsphäre will sie eingreifen. Aber noch hat sie ja nicht gewonnen. So, und ich brauche jetzt dringend... keine Privatsphäre mehr. Ach so. Jetzt brauche ich dringend einen Pfeil. Ich gehe mal einen Pfeil suchen. Ui. Die sind ja krass. Ja, toll. Sie entdeckt die Pfeilspitzen. Schön. Super. Ganz toll. Ganz toll. Was macht man damit Tolles? Ah. Ja, irgendwie muss es schon nützlich sein, so eine Pfeilspitze. Wir kriegen dann wahrscheinlich meinen Pfeil nirgends mehr raus, aber das spielt ja dann nicht so eine Rolle. Also, möglichst gerades Stück wäre wahrscheinlich hier oben. Ach, was muss ich denn noch brauchen? Wasser muss ich noch trinken. Draht. Und ein bisschen mehr Schnur. Kriegen wir hin, ne? Wie lang muss so ein Pfeil sein? Ein bisschen mehr als armlang, also ausgestreckt, ne? Ja, das kommt etwa hin. Das nehmen wir hier. Also ich verrate jetzt euch, aber nicht den Ben. Ich habe so ein Ding noch nie vorher gebaut. Es wäre schon ein bisschen peinlich, wenn er da verliert. Und nur so ein kleines bisschen. Aber schauen wir mal. Ach, die Zeit könnte ich ihm mal noch rufen. Schatz, noch eine halbe Stunde! 30 Minuten noch! Vielleicht setze ich ihn ein bisschen unter Druck. Also das Teil sieht verdammt nochmal gut aus. Das ist wahrscheinlich zu lang, ne? Mach doch ein bisschen kürzer. Oh ja. Dafür ist mein Pfeil schon krumm. Aha. Man kann nicht immer gewinnen. Nee. Nicht, dass den Zuschauern noch schlecht wird. Ja, den Zuschauern wird nicht schlecht. So, jetzt kann ich wieder meinen Kocher einsetzen. Mein Ass im Ärmel. Also ich habe schon einen relativ geraden Stock gefunden. Da ich leider keine Pfeilspitze besitze und jetzt auch auf die Schnelle nichts habe, was ich improvisieren könnte, muss ich mich auf Anspitzen und Anbrennen, also im Feuer härten. Feuer habe ich nicht, aber in meinen Gaskocher beschränken. Und habe, weil der Schwerpunkt vom Pfeil sollte etwas vorne liegen, etwas, ja, nur minimal. Also zumindest habe ich das früher immer so gemacht und gedacht, dass das so sein muss. Und bisher habe ich nicht herausgefunden, dass es anders wäre. Habe ich ihn vorne ein bisschen dicker als hinten. Das ist also relativ gut. Der ist jetzt natürlich nicht ganz gerade, aber das versuche ich jetzt eben dann gleich im Wasserdampf, wenn das kocht, zu lösen. Wir haben ja jetzt noch gefühlte 28 Minuten, das ist also ganz okay. Und jetzt habe ich das Glück, über Panzertape zu verfügen. Ich muss noch eine Kerbe für die Sehne machen. Das sägt man jetzt natürlich im Idealfall. Wenn du jetzt aber hier in so ein Ding reinsägst und machst das am besten noch so, dann sägst du dir mit Sicherheit in die Pfote. Das heißt, ich suche mir da gleich noch eine schöne Unterlage. Aber die Kerbe hat etwas Zeit. Ich versuche mir jetzt einfach Federn zu bauen, indem ich...
Panzertape zusammenklebe. Zoom. Besser geht's nicht. Aber ich glaube, ihr ahnt ungefähr, was ich tun möchte. Ich versuche mir jetzt hier draus einfach so Fähnchen zu machen und ich schneide die dann noch entsprechend zurecht. Warum sagst du Hui? Verlässt du dich gerade? Nein. Gut. Ich habe mein erstes Hilfeset noch nicht gebaut, weil das gerade so flugs reinging, so schön in die Mitte durch. Also wenn du das erste Hilfeset nicht sowieso eingepackt hättest, hätten wir es natürlich auch mitgenommen. Ich bin bereit. Ja. Im schlimmsten Fall, um dir ein Pflaster aus dem Haus zu kriegen. Naja, das hat schon ganz gut geklappt. Seht ihr, ich habe jetzt hier so ein Fähnchen, kann ich mir da noch dreieckig schneiden. Das hat jetzt natürlich nicht so einen Widerstand wie so ein richtiges Pfeildingens hinten dran, aber hey, immerhin! So, das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch nochmal. Und zwei müssen reichen. Kommen wir mal kurz. Schnitt mal. So, ich habe inzwischen was gebaut. Das sieht von hinten zumindest halbwegs nach Pfeil aus. Das muss jetzt reichen. Ich traue mir jetzt nicht zu, noch was Besseres hinzukriegen. Und jetzt bin ich gerade dabei, meinen Pfeil möglichst gerade zu bekommen. Und das tue ich tatsächlich eben über dem Topf. Das funktioniert nämlich echt besser, als man denkt. Mit dem Wasserdampf. Wäre natürlich jetzt noch besser, wenn man jetzt ein richtiges Dampfbügeleisen oder irgendwie sowas in der Richtung hätte. Kurz zur Erklärung, der Stoff, der Holz biegestabil macht, ja, also die Seitenstabilität, nennt sich Lignin. Das liegt wie Beton um die Fasern der Zellulose, also um die Stahlfasern. Man spricht bei Holz also daher gerne auch von Stahlbeton. Also das Prinzip Stahlbeton, was eben in der Architektur verwendet wird, ist das gleiche Prinzip, wie auch eben Holz entsprechend funktioniert. Und dieses Lignin hat einen relativ niedrigen Schmelzpunkt, weshalb man eben mit Wasserdampf, da brennt das Holz logischerweise nicht an, ne, in der Lage ist, das Lignin so sehr zu erweichen, dass man ein krummes Stück Holz tendenziell ein bisschen gerader biegen kann. Das ist natürlich nur eine improvisierte Variante, was ich hier mache. Aber ich bilde mir ein, das wäre jetzt schon etwas gerader geworden. Wie sieht es bei dir aus? Halt mal was in die Kamera. Na toll. Super. Sie hat eine Pfeilspitze. Ja, komm, sei ein guter Verleger. Da kennen Sie die Vorteile eines Special of Arts. Kann ja auch zwei gleiche Kartenstücke zu schneiden. So, also mein Pfeil ist jetzt einigermaßen beradigt. Das hat, glaube ich, also gefühlt hat es geholfen. Ich muss jetzt noch, dann kann ich ja nochmal anschmeißen. Gut, dass ich ein Feuerzeug genommen habe, nicht ein Fire Steel oder so ein Quatsch, wenn es auf die Schnelle ankommt. Jetzt muss ich meinen Pfeil vorne noch ein wenig burn. Toast. Auch da liegt der entsprechende Effekt, dass das Holz härter macht, daran, dass das Lignin, also der Holzzement sozusagen, einmal verflüssigt wird. Und wenn er dann wieder trocken wird, legt er sich ein bisschen anders um die Fasern, als das normalerweise tun würde. Und dieses andere Drumlegen erhöht die Härte des Holzes. Alle anderen Holzeigenschaften profitieren davon nicht, lediglich die Härte. Und das ist dann hilfreich, wenn man was hat, was haben möchte, das halt eben als Spitze aufschlagstabil ist, beziehungsweise potenziell auch einen größeren Schaden anrichtet, wenn es irgendwo aufschlägt. Das sollte ich jetzt schon erreicht haben. Ist im Grunde jetzt wirklich völlig Wurst. Und was sagt die Uhr? 1,14. Wie 1,14? 1,14,53. Ach so, also wir haben noch 15 Minuten, ganz exakt. Schatz, Vorsicht. Ja, und schon hat sie sich geschnitten. Ja, du musst ja nicht Schatz, Vorsicht rufen. Mein Pfeil ist kaputt. Ja, als ich gesehen habe, was du da gerade, was man nicht tun soll. Ich zeige euch mal, was man nicht tun soll. Man sollte nicht einen Stock in die Hand nehmen. Da hast du nichts Scheiteres drin. Und
Nein. Das ist jetzt, das war jetzt kein Ready-to-Use Erste-Hilfe-Kit. Pflaster sind im EDC. Gib mir mal das EDC. Also ich erzähle es gleich. Wir müssen sie erstmal. Alles gut. Also, das nächste, was wir machen, wenn wir ein ganz kleines bisschen Zeit übrig haben, Grundkurs schnitzen. Was man nämlich, was ich eben erzählen wollte, niemals versuchen, eine Kerbe in einen Pfeil zu machen, so. Nie! Die Kerbe war schon da, ich wollte sie nur ein bisschen tiefer machen. Nicht versuchen, die Kerbe noch tiefer zu machen. Und wenn die Kerbe schon da war, hast du schon mal versucht, sie so reinzukriegen, nein, oder? Nein, ich habe sie von oben nach unten betoniert. Mit dem Hämmerchen. Düff, und Messer oben drauf. Moment. Du hast die Kerbe rein betoniert? Ja, ich krieg doch sie sonst nicht rein. Ich Frau. Ja. Einen tollen, einen perfekten Bogen baut sie, aber... Oh, guckt mal hier, das ist lustig. Warte, ein bisschen näher ran. Seht ihr es? Nein, ihr seht es noch nicht. Doch, jetzt könnt ihr es sehen. Hier, guck mal, da ist ein Ast durch meine BW-Mehrzweckunterlage durchgestochen. Aha, das habe ich auch noch nie erlebt. Dass die also wirklich richtig durchlöchert wird. Das ist nicht schlimm, ne? Dafür ist sie ja da. Um durchlöchert zu werden. Ja, ich wollte gerade sagen, bevor sie da drüben angefangen hat, alle Sicherheits... Lass die Zeit weiterlaufen. Achso, du hast gestoppt? Ja, natürlich habe ich gestoppt. Das ist ja cool. Sie hat gestoppt. Moment, du hattest noch Zeit, um zu stoppen? War ja klar. Erschwerend kommt dazu, sie ist Bluterin. Darf man ruhig mal verraten hier. Nee. Doch. Macht doch keinen Unterschied. Ich bin jetzt gerade so von froh, dass ich erst seit kurzem, seit gefühlt einer Woche oder was, mein EDC-Kit auf Schnellversorgung blutender Wunden erweitert habe. Oh, gut gemacht, Schatz. So, echt jetzt. Oh Mann, meine Fresse. Und wenn ich dann wieder zu viel Rücksicht darauf nehme, dass Fräulein Bluterin ist, dann kriege ich wieder Ärger, weil dann betüddel ich sie wieder zu sehr und dann ist auch wieder nicht. Ja, dann ist auch wieder nicht recht. So eine arme Socke. Ihr seht, wir haben hier eine ernsthafte Beziehungskrise. Aber das Gute ist, weil mit etwas Glück kann sie jetzt mit der verpflasterten, also wir haben auch noch so Steri-Stripes, ne? Also diese Wunde Zusammenzieh-Dinger. Du hättest sie dir auch mit Sekundenkleber zukleben können übrigens. Hätte ja wollen. Aber jedenfalls mit den Steri-Stripes geht das dann ganz gut. Also das funktioniert dann auch bei Leuten, die ständig rumbluten. So, folgendes. Ich traue mich jetzt mal einen Testschuss. Mein Bogen sieht leider immer noch so aus. Dafür hat mein Pfeil jetzt drei Federchen am Ende. Die sind zwar jetzt ein bisschen flexibel. Im Grunde wäre ein bisschen starrere Befederung nicht schlecht. Aber ich habe jetzt noch Zeit für einen Testschuss. Und immerhin bin ich unverletzt. Und wenn mir der Bogen jetzt um die Ohren fliegt, dann haben wir alle was zu lachen, ja? Also. Oh Gott. Ja, der Pfeil ist schon ein wenig krumm. Toll, 4 Meter Reichweite. Vielleicht geht noch ein bisschen mehr. Naja, der fliegt relativ gerade. Ja, die Reichweite ist halt kacke, weil ich mich nicht traue auszuziehen. Schatz, aber rein von der Treffsicherheit, von der Präzision her, habe ich noch Chancen. Nee, aber er fliegt zumindest mal gerade. Ich habe jetzt auf gar nichts geschossen. Ich wollte jetzt nochmal Reichweite testen und ein paar den Bogen einschießen. Aber ich glaube schon, dass ich was treffen könnte. Also das waren jetzt so ungefähr 6 Meter. Wir schießen ja bloß auf 6 Meter. Also wünscht mir Glück. Ja, oder ihr, je nachdem, auf welcher Seite ihr steht. Liebe Geschlechtsgenossen, bitte hier immer schön dran denken. Ja, also nicht die Seiten wechseln, nur weil es armes, verletztes Fräulein ist. Nein, komm, mach einmal Schuss. Ein Schusstest. 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 Oh Gott, okay, dein Pfeil ist hässlich.
Ja. Hey, lass den roten. Der Bogen ist wirklich schön geworden. Lass aber meinen roten Flitzer in Ruhe. Sind die 6 Meter? Das sind 6 Meter. Also wir messen nachher noch 6 Meter ab. 1, 2, 3. Oh Mann. Weich. Also das Problem ist jetzt, dass Ihre Pfeilbefiederung aus Pappe ist. Das heißt, man kann, das ist ein Einwegpfeil. Das Problem habe ich mit meinem Panzertape, mit meiner Panzertape-Lösung nicht. Und dabei, ich habe keine Kerbe. Und dabei hatte ich ihr daheim noch erzählt, das Gute daran, wenn sie es schafft, mein EDC-Kit zu klauen, ist, dass das quasi ein Pfeilbau-Kit enthält. Ja? Heißt, das Messer, was drin gewesen wäre, hätte eine Säge gehabt, um in einer sicheren Arbeitssituation wohlgemerkt eine schöne Kerbe hinten rein zu sägen. Und mit dem Panzertape hätte sie sich auch wie ich schöne Panzertape-Dinger hinten an den Pfeil machen können. Okay, ihr Bogen ist erheblich schöner als meiner. Ich will auch mal. Darf ich mal mit deinem Bogen schießen, Schatz? Ja. Eigentlich erst nach dem Wettbewerb, aber. Die Strippe, die hier dran ist, das ist auch lustig. Seht mal da oben. Das ist ein Schnellspanner fürs Zelt. Ne? Also das ist eigentlich eine Zeltschnur von einem Fjellrevenzelt. Da. Nochmal. Also der ist wirklich schön geworden. Also alles, was recht ist. Da kann man jetzt wirklich nicht nörgeln. Und also das hast du wirklich gut hingekriegt. Die Kerben sind noch sichtbar. Ich würde sagen, das macht aber nichts. Es funktioniert ja trotzdem mit der Spannung. Der wird wahrscheinlich auch ordentlich Wumms haben. Wow. Der hat echt Wumms. Ja. Nimm mal meinen Pfeil. Meinen Pfeil kann man mehrfach abschießen. Kann man meinen auch. Ja, das Gute ist, dass wir ja ein Paar sind. Ne? Also heißt, wenn die Zombies kommen, Schatz baut Bogen, ich mach Pfeile. Also für einen so schnell gebauten Survival-Bogen ist das Ding mit meinem Pfeil echt eine bemerkenswert gefährliche, also na, da kann man schon, natürlich kann man damit nicht wirklich jagen gehen. Ja, das kannst du vergessen, du triffst damit nichts, vergiss es. Aber für Zombies? Okay, gerade habe ich erfahren, die Zeit ist um. Wir stellen ein Ziel auf, am besten meinen Titanbecher. Und dann versuchen wir halt, wer am nächsten an den Titanbecher rankommt oder wer ihn halt trifft und versuchen das Ganze auf 6 Meter Distanz, jeweils mit dem eigenen Pfeil und dem eigenen Bogen. Wir bauen auf und dann mal schauen. Wir sind im Gestrüpp. Jo. Warte, jetzt ist gut. Ja, nicht viel näher kommen. Hä? Ah. Naja, Richtung gut. Ich muss rüberziehen. Ich muss echt rüberziehen. Der Bogen hat einfach zu wenig Power. Beziehungsweise ich traue mich nicht. Ich traue mich einfach nicht den Auszug. Wirklich zu ziehen? Wollen wir nicht 5-mal schießen? Mach ihn nicht viel Platz. Ja. Du weißt, aber der ist gut, der ist nur einen Schritt weg. Ja. Hatschi! Uff. Oh. Meiner steckt. Oh. 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 Ich nehme mal die Kamera mit. Das wird eng. Nee, ich bin näher. Ein bisschen näher. Pfeilspitze zählt. Ja, nee, Pfeil Arsch zählt. Pfeil Arsch zählt überhaupt nicht. Pfeilspitze zählt. Okay. Meine Pfeilspitze. Ihre Pfeilspitze. Also es ist nicht, es ist eng, aber es ja, ist, glaube ich, es ist eindeutig. Warte. Jetzt braucht keine Pfeil noch. Das macht echt Spaß. Auf meinem Fall tut mir weh beim Schießen. Oh. Aua. Vielleicht
nicht gewusst hätte, dass das mit so viel Verletzungen einhergeht. Nur die Hand kaputt. Kann ich mal nicht rum. Ich will sogar die Hand haben. Wie soll ich denn so, ja. Das hat das Teil auch dagegen. Also ich gebe die Handschuhe. Ja. Doch, komm. Auf meinen linken. Ja, hier, bitte. Mit dem Unterschied, dass dein Fall halt tatsächlich gefährlich ist mit der Pfeilspitze. Nicht schlecht. Geht's noch kurz? Das ist ja schon schön. Ich hätte die Kleinen in den Hintern holen sollen. Ja. Hintern und gerade ausgucken. Fit. Könnte mal noch rein. Ah. Ja, ganz knapp. Eins. Zwei. Zweieinhalb. Nein, ist deiner. Eins, zwei. Ja. Gut, ganz knapp ich. Ganz, ganz knapp. 2-1 für mich. Bingo! Ja, ich habe gesagt, hier ist ein Abschnitt. Und der Sieger ist der Ben. Die schießt nochmal mit meinem Pfeil. Bumba Bumba. Bunga meine ich. Bunga Bunga! Wow! Ja krass, der fliegt 10 Meter. 12. Nein, nochmal. Nee, aber Schatz, also ganz ehrlich, dein Bogen mit meinem Pfeil, das ist gefährlich. Und wirklich schön gerade. Ist kein was. Ach komm. So, also, das wäre es gewesen. Immerhin, ich meine, wir sind ja ohnehin im Grunde nur eine Person. Wir ergänzen jeweils die fehlenden Eigenschaften von uns. Ne? Und wenn wir jetzt meinen Pfeil mit einer Pfeilspitze hätten, was ja eigentlich so geplant war, dann hätten wir jetzt gerade 3 Kaninchen, wenn die exakt da gestanden wären, wo gerade der Pfeil angekommen ist, erlegt. Ne? Also total Survival. Und mein Bogen, ich habe ihn eben noch mal ein bisschen bearbeitet, er ist jetzt nicht mehr ganz so krumm. Also ist der Zeitdruck. Ich schiebe es jetzt einfach mal auf den Zeitdruck, dann hätte ich es auch besser hingekommen. Aber der ist, also Schatz, für deinen ersten selbstgebauten Bogen,
Wir haben uns noch ein paar Tutorials-Videos auf YouTube vorher angeguckt. So, die Zeit ist vorangeschritten. Wir haben noch andere Termine. Ich gratuliere. Herzlichen Dank. Sie haben das letzte Wort, was wir nach Grönland nehmen. Jawohl. Geburtstagskuchen für dich. Nein. Doch. Doch. Ja. Macht's gut. Tschüss.